Günther Pilz fällt jeden Tag um 17 Uhr in eine Art Koma. Die Hoffnung wäre mal eine Therapie, mit der zumindest die Beschwerden gelindert werden können. Sonja wünscht sich, dass man ihre Schmerzen ernst nimmt. Die Hausärztin hat dann gesagt, sie weiß es nicht. Ja, das muss psychosomatisch sein. Die Schmerzen aber bleiben. Ein leidender Patient leidet, ob das jetzt psychisch, primär psychisch oder somatisch ist, sollte eigentlich ja egal sein. Es gibt keine eingebildeten Krankheiten. Ole ist unheilbar krank. Die Familie muss lernen, damit zu leben. Wir haben ganz viele Tage und Nächte weinend zusammengesessen und überlegt, wie es weitergeht. Und dann denkt man aber jetzt, mein Gott, was hat das Kind schon alles hinter sich? Was haben wir wirklich schon durchgemacht? Diese Ärzte haben ein Ziel, Menschen mit geheimnisvollen Krankheiten zu helfen. Auch wenn eine Heilung manchmal nicht möglich ist. Ole ist 5 Jahre alt. Erst mit 3 lernte er laufen. Jede seiner Bewegungen ist mit Schmerzen verbunden. So, hopp, hopp. Na komm. Seine Mutter Marlies Nadermann-Peitz arbeitet im familieneigenen Tierpark. So kann Ole immer bei ihr sein. Ganz lange wusste kein Arzt Rat. Warte, ich nehme Ole einmal auf den Arm, dann kann er einmal füttern. Warum hat der Junge Schmerzen? Komm, wir beide machen das zusammen. Was ist los mit seinen Knochen? Gib's ihr. Und warum ist er seit seiner Geburt gehörlos? Ole sagt, du sollst aussteigen, Marie, weil das sonst zu schwer ist. Ja. Erst nach langer Suche finden Ärzte im Uniklinikum Essen heraus. Ole ist mit dem sogenannten juvenilen Paget-Syndrom zur Welt gekommen. Ein extrem seltener Gendefekt, der seine Knochen verbiegt und porös macht. Anfällig für Brüche und Entzündungen. So, Ben, Vorsicht bitte. Auch Oles älterer Bruder Ben ist sogenannter Erbträger. Aber Ben ist gesund. Stopp jetzt, sonst fällt er gleich hin. Nur bei Ole hat das defekte Gen zur Erkrankung geführt. Ole ist halt sehr schnell ermüdet, deswegen habe ich auch immer den Reha-Wagen oder den Rollstuhl dabei, weil er immer wieder zwischendurch eine Pause braucht. Ich bin gerade erstaunt, dass er so weit läuft. Er kann halt immer noch nicht richtig abrollen, weil gerade so unebene Böden sind ein totales Problem. Da kann er sein Gleichgewicht halt noch nicht so richtig kompensieren und fällt halt schnell hin. Und deshalb halt der Wagen ist halt ständig dabei. Morgen steht der nächste Termin in der Essener Uniklinik an. Alle 7 Wochen wird Ole untersucht. Ja, ist halt schon immer so ein bisschen Anspannung, ne? Schon den Tag vor der Anreise hierhin, da fängt man schon an, sich Gedanken zu machen, ob alles gut geht. Und natürlich Koffer packen, auch wenn es nur jetzt vielleicht 1-2 Nächte sind. Aber ja, ist halt immer mit viel Arbeit verbunden. Dann die Fahrt hierhin, wir standen lange im Stau heute. Und ja, dann ist halt anstrengend die lange Wartezeit immer, bis dann immer irgendwas passiert. Ne? Das ist dann schon sehr anstrengend, ermüdend. Diesmal werden Ole und seine Mutter sogar ein paar Tage bleiben. Oles Kopf muss untersucht werden. Seine Knochen wachsen auch im Schädel nicht normal. Das kann zu gefährlichen Druckstellen im Gehirn führen. Das wird halt einmal im Jahr geguckt, ob sich da irgendwelche Veränderungen ergeben haben, weil das halt zu ja, schon lebensbedrohlichen Problemen führen könnte. Deswegen wird halt jetzt eine Kontrolle gemacht. Dr. Corinna Grasemann ist Oles Ärztin. Sie leitet das Essener Zentrum für seltene Erkrankungen und hat nach langer Suche herausgefunden, woran Ole leidet. Den Zettel müssen Sie mal einmal hier, bitte. Und jetzt brauche ich eine Geste, die Ole erklärt, dass er die Arme ganz auseinander nimmt. Ja, genau so. Super. Wunderbar. Perfekt. Bei Ole gibt es einen sogenannten Tiefstand hier am Kleinhirn. Das
Können Sie die Maus sehen? Mhm. Sonst, also das ist hier in der sogenannten hinteren Schädelgrube. Und da ist nicht so viel Platz, wie das normalerweise ist. Und man hat Sorge, dass es da zu Druck auf die Nerven und auf das Rückenmark kommt. Und deswegen wird das kontrolliert. Morgen früh ist ein MRT, also die Durchleuchtung von Oles Kopf, angesetzt. Ich erzähle ihm immer vorher, was passiert, dass er halt morgen früh nicht frühstücken darf. Ich glaube, das wird erstmal sein größtes Problem sein. Und dass dann die Narkose kommt, aber das mache ich dann lieber alles nochmal morgen früh, ja, und im Verlauf dessen, was dann passiert. Ja, ich habe ihm zu Hause halt auch schon erzählt, dass wir ins Krankenhaus fahren. Er sagt, er sofort will er nicht, weil er halt weiß, ne, Krankenhaus ist natürlich auch immer mit Spritzen verbunden und ich weiß nicht, wie viele Spritzen er schon in seinem Leben hatte und ja, er weiß halt, was auf ihn zukommt. Um diese Zeit ist im Uniklinikum Marburg Professor Jürgen Schäfer noch bei der Aktenarbeit. Er leitet das Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen, ZUSE genannt, und wird inzwischen von Tausenden von Patienten um Hilfe gebeten. Oft sind die Marburger die letzte Hoffnung für Menschen, die jahrelang vergeblich einen Grund für ihre Beschwerden suchen, bis ihnen irgendwann niemand mehr glaubt. Schmerzen sind Schmerzen, ob das jetzt irgendeine Kanalmutante ist oder ob das ein quer gewachsener Zehennagel ist oder ob das halt psychisch getriggerte Schmerzen sind. Für den, der leidet darunter. Und diese Graduierung somatisch ist gut und wird akzeptiert von der Gesellschaft, aber psychischer Schmerz, das ist Simulantentum und wird halt nicht akzeptiert. Das sind natürlich Dinge, die dürfen wir nicht zulassen. Auch Günther Pilz aus Österreich wird unterstellt, depressiv zu sein, weil die Ärzte keine andere Erklärung für seine Beschwerden haben. Der Mathematiker fällt jeden Tag gegen 17 Uhr in eine Art Koma. Ich gehe langsam sozusagen nieder. Und das ist mir zum Beispiel einmal passiert, da war ich im Keller unten und habe die Zeit übersehen, wollte dann noch so im Bauch auf die Stufen hochrobben. Habe es aber dann nicht mehr geschafft und bin auf einem Knie gelandet, das vor kurzem operiert worden ist und bin dann 2 Stunden auf dem frisch operierten Knie gelegen. Das war sehr, sehr schmerzhaft und die Zeit ist einfach nicht vergangen. Dann war es noch so, dass meine Frau mich dann entdeckt hat. Sie hat nicht gewusst, bin ich jetzt tot. Ich habe auch nichts sagen können. Sie hat keine Ahnung gehabt, ob ich noch lebe oder nicht. Und es war von dem her eine schreckliche Erfahrung. Während einer solchen Lähmung sieht er alles, er hört alles, kann aber nicht mal den kleinen Finger bewegen. Er geht viele Male zum Arzt, er bekommt Therapien, er ernährt sich gesund, nichts hilft. Die Angst war, dass das Ganze in ein Wachkoma hineingeht und dass ich dann 1, 2, 5, 10 Jahre bewegungslos irgendwo liegen muss und überhaupt nichts äußern kann. Und doch dann alles mitbekomme, auch alle Schmerzen. Man muss sich vorstellen, was ist, wenn man zum Beispiel in so einem Zustand rasende Zahnschmerzen bekommt. Kann man ja niemandem mitteilen. Die gehen nicht weg, das wird immer schlimmer. Und es gibt, glaube ich, ein paar Wachkoma-Patienten, die dann doch irgendwie zurückgeholt worden sind. Und eine ganze Reihe von denen ist in diesem Zustand wahnsinnig geworden. Kann ich gut nachvollziehen, weil das wirklich eine entsetzliche Situation ist. Die Experten in Marburg untersuchen im Labor das Genmaterial des Mathematikers. Woher kommen diese ständigen Lähmungsanfälle? Jürgen Schäfer versteht die Angst des Mathematikers gut. Denn die tägliche Attacke sieht genauso aus wie ein Wachkoma. Es ist jetzt nicht so, dass man benommen oder betäubt ist, sondern bei klarem Verstand, aber regungslos. Also deshalb sind wir uns halt sicher, dass es nicht so ein Betäubungsmitteleffekt, so Endorphinstimulation ist, sondern das ist halt tatsächlich am Muskel ein Prozess.
Im Labor meinen sie etwas zu erkennen, was noch kein Mediziner zuvor in der Fachliteratur beschrieben hat. Es könnte eine Krankheit sein, die es so noch nie gab. Der Mathematiker Günther Pilz ist mit seiner Frau nach Marburg gekommen. Was die Ärzte dort herausgefunden haben, klingt unglaublich. Die Zellen in Günther Pilz' Körper scheinen sich Tag für Tag aufs Neue selbst lahmzulegen. Durch eine Genmutation gelangt zu viel Kalium in die Körperzellen und das lähmt die Muskeln. Täglich gegen 5 Uhr ist die Dosis so hoch, dass es zur Lähmung kommt. Diese Unsicherheit, woher das Ganze kommen könnte, vielleicht durch einen Tumor im Gehirn oder sonst etwas, diese Unsicherheit ist weg. Und jetzt natürlich die Hoffnung, dass man irgendein Medikament findet, dass die Beschwerden einfach nicht so groß sind. Diagnoseerfolge wie bei Günther Pilz haben sich herumgesprochen. In Marburg landen täglich neue Anfragen von Menschen, denen kein Arzt helfen kann. Professor Schäfer und sein Team nehmen sich solche Fälle vor. Sie haben, anders als viele niedergelassene Ärzte, mehr Möglichkeiten und Zeit, sich solchen rätselhaften Krankheitsbildern zu widmen. Der Klinikbetreiber stellt seine Ärzte für die Arbeit im ZUSE-Team frei und treibt somit die Erforschung außergewöhnlicher Erkrankungen voran. Trotz der guten Bedingungen kommen sie mit der Arbeit nicht hinterher. Daher tüftelt ein IT-Team an Lösungen. Leander Melms ist selbst Medizinstudent im 9. Semester und Experte fürs Programmieren. Wenn die Ärzte eine der Patientenakten studieren, brauchen sie einen, manchmal zwei Tage. Der Computer soll die Informationen vorsortieren, damit es schneller geht. Und nach dem Einscannen beginnt die Maschinerie für uns zu arbeiten, nämlich unser großes Programm, an dem wir so ein bisschen arbeiten. Und das funktioniert dann so, dass wir die Texte der Akten benutzen und dann ein Programm erkennt in diesen Texten Symptome, Medikamente und weitere medizinische Informationen, die für uns nützlich sind. Und die versuchen wir dann mit speziellen Datenbanken abzugleichen. Und das hilft uns ungemein, auch an Differentialdiagnosen zu denken, die vielleicht nicht so häufig vorkommen. Das sind viele Probleme, also technischer Art, aber auch Datenschutzaspekte. Also da darf natürlich überhaupt nichts hier aus unserem Klinikumfeld raus und versuchen das halt für unser kleines Zentrum praktikabel umzusetzen. Aktueller Stand der Warteliste: über 7000 Patienten, die um Hilfe bitten. Eine davon ist diese Frau. Sie möchte ihr Gesicht nicht zeigen, nicht ihren richtigen Namen nennen. Darum heißt sie hier Sonja. Die Anonymität soll sie schützen, denn sie schämt sich, weil ihre Beschwerden keinen Namen haben. Sie hat Angst, dass ihr niemand glaubt. Jetzt übernimmt Jürgen Schäfer mit seinem Team den Fall. Bevor die Untersuchungsmaschinerie anläuft, hat Sonja im Gespräch geschildert, dass sie schon nach kleinsten Aktivitäten todmüde wird. Dazu kommen dauernd neue Beschwerden. Muskelschmerzen, Schmerzen im Brustkorb, manchmal auch Schwindel, verstärkt auch Kopfschmerzen und so ein komisches Gefühl in den Händen, auch Schlafstörungen zum Teil, und Magen-Darm-Probleme. Seit 2 Jahren weiß sie nicht, was mit ihr los ist. Immer war ich beim Kardiologen nochmal, wo man dann, während man Ergometer fährt, dann auch nochmal die Lungenfunktion mittestet, was an Sauerstoff rein und raus geht. Und da hat er schon eine große Einschränkung festgestellt. Aber der Kardiologe sagt, in seinem Bereich liegt nicht die Ursache. Diese Erfahrung hat sie schon bei vielen Ärzten gemacht. Auffälligkeiten werden festgestellt, aber der Auslöser ihrer Erkrankung bleibt unentdeckt. Dann war ich beim Rheumatologen, der sagt das Gleiche. In seinem Bereich ist es nicht erklärbar. Es gibt zwar Auffälligkeiten, eine Störung der Autoimmunität, aber die Symptome sind so nicht erklärbar. Ja, die Hausärztin hat dann gesagt, sie weiß es nicht. Ist ja jetzt alles durchuntersucht worden und sie weiß es nicht. Ja, muss psychosomatisch sein. Und das ist total blöd. Also, ich war eigentlich auch immer so der Typ, der so der starke Typ war, ne? Also aktiv und
alles im Griff sozusagen. Jetzt habe ich irgendwie nichts im Griff im Moment. Ne? Meine Gesundheit nicht, meine Finanzen nicht. Mein soziales Leben ist ja auch sehr eingeschränkt durch die geringe Belastungsfähigkeit. In Marburg bespricht Professor Schäfer mit Dr. Tanja Nikolaus aus seinem Team die ersten Erkenntnisse im Fall Sonja. Um zu gucken, was differenzialdiagnostisch noch in Frage kommt, einfach für das Symptom Muskelschwäche, Muskelschmerzen, diese Abgeschlagenheit, die sie beschrieben hat. Wir müssen dann halt auch tatsächlich sehen, wenn doch noch irgendwas zu finden sein sollte, dann würde man ja nochmal einen zweiten Zyklus machen, ins Labor gehen. Genau. Und so mikroskopisch und DNA-Nachweis. Im Labor des Zuse werden nun aufwendige Analysen gestartet. Tatsächlich gibt es nach einigen Tagen eine Spur. Haben wir die Möglichkeit, uns unser Labor sozusagen zusammenzustellen, noch andere Untersuchungen zu machen. Das war ja nicht das Einzige, was wir gemacht haben. Aber eben bei dieser jungen Frau war es halt gerade ein Phosphatmangel, der die Symptomatik verursacht hat. Phosphatmangel kommt eigentlich bei mangelhafter Ernährung oder bei einer Alkoholerkrankung vor. Beides kann bei Sonja ausgeschlossen werden. Normalerweise hat man keinen Phosphatmangel und deshalb muss man jetzt einfach schauen, was ist die Ursache dafür. Ursachen gibt es einige, was man eben gefunden hat. Jetzt in diesem Fall, dass das Problem eine erhöhte Phosphatausscheidung über die Niere ist. Was aber ist der Grund dafür? Ein Gendefekt, eine Entzündung, auch ein Tumor wäre denkbar. Das muss abgeklärt werden. Er ist ein wenig aufgeregt und müde, er ist ja ständig am Gehen. Aber ich glaube, jetzt so ganz weiß er auch noch nicht so wirklich, was auf ihn zukommt. Erkläre ich ihm gleich da vor Ort nochmal, was passiert. Ole wird einmal im Jahr im MRT untersucht. Ist mit seinem Gehirn alles in Ordnung? Quetscht der Schädelknochen das Kleinhirn? Sollten Druckstellen zu sehen sein, drohen schwere Schäden, bis hin zu Lähmungen. Dann müsste Ole sofort operiert werden. Darf ich Ihnen das noch mal einmal kurz hier erklären? Ihm? Ich versuche das Ganze mal ein bisschen positiv rüberzubringen, weil er weiß natürlich, was kommt. Dazu waren wir schon zu oft hier und dafür hat er auch schon zu viel mitgemacht. Deswegen brauche ich ihm da auch keine Märchen erzählen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wahnsinnig gut er das wegsteckt. Die Augen sind jetzt verklebt, weil die eben aufstanden, ne? Damit die nicht austrocknen. Die Untersuchung wird fast eine Dreiviertelstunde dauern. Für die Durchleuchtung muss Ole absolut still liegen. Deswegen die Vollnarkose. Der Neurologe hat sich für den Nachmittag angekündigt, um das MRT zu besprechen. Ole wird noch rund anderthalb Stunden brauchen, bis er wieder richtig wach ist. Dann gibt's Frühstück. Guten Morgen. Dr. Corinna Grasemann, Oles Ärztin, hat bis dahin noch mit einem anderen Fall zu tun. Sie trifft ihre Kollegin Alma Küchler aus der Humangenetik. Sie besprechen den Fall eines 7-jährigen Jungen. Der hat eine Erkrankung mit einer Menge komplizierter Symptome. Und dauernd kommen neue hinzu. Das war da auch beschrieben. Das ist Friso mit seiner Mutter Inga Köhnen. Anders als bei Ole war bei dem 7-Jährigen früh klar, welche Krankheit er hat.
Schon bald nach seiner Geburt wurde in der Essener Uniklinik das Prader-Willi-Syndrom festgestellt. Nachdem ich die Diagnose bekommen habe, dass der Friso das Prader-Willi-Syndrom hat, habe ich mich dann im Internet erkundigt, was das ist, und habe dort nur Informationen vorgefunden, die mich schockiert haben. Symptome wie Entwicklungsverzögerung, Kleinwuchs, fehlendes Schmerzempfinden und schwerste Essstörungen. Im Uniklinikum Essen wird Friso regelmäßig untersucht. Wir müssen wieder dahin, Friso. Kannst du bitte einmal mit beiden Füßen gleichzeitig abspringen und sonst Sprung nach vorne? Jetzt. Ups, sehr schön hast du das gemacht. Kannst du bitte auf einem Bein stehen? Guten Tag. Kommen Sie bitte mit. Unterdessen ist Inga Köhnen mit der Humangenetikerin Alma Küchler verabredet. Friso hat nämlich eine spezielle Form des Prader-Willi-Syndroms. Die sogenannte uniparentale Dysomie. Wie wird sich diese weiterentwickeln? Es gibt Tendenzen, dass man sagt, die Menschen mit einer uniparentalen Dysomie haben eine etwas bessere geistige Entwicklung, aber sie haben eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit, psychische Auffälligkeiten zu entwickeln, im Sinne von Verhaltensauffälligkeiten. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein. Jede Mutter denkt irgendwie zu verschiedenen Zeitpunkten immer wieder, könnte es an mir liegen, habe ich irgendwie in der Schwangerschaft was nicht gemacht oder was zu viel gemacht, habe ich eine Schuld? Es gibt in dem Sinne keine Schuld. Das ist eine spontan eingetretene Veränderung, die manche sagen so als Laune der Natur. Das ist was, wofür man nichts kann. Mhm. So, hallo miteinander. Alle sind schon da. Habt ihr schon alles ausgemessen? Ja, und hallo, Frau Dr. Kiefert. Genau. Hallo, Friso. Und es gibt noch ein Problem. Super. Friso möchte immer essen. Darum kümmert sich Dr. Cordula Kiefert. Sie ist Spezialistin für Frisos Erkrankung. Was besonders wichtig ist bei dem Syndrom, ist ein gestörtes Sättigungsgefühl. Das kann man sich so vorstellen, dass die Kinder eigentlich ständig Hunger haben, egal wie viel die essen. Und wenn man darum nicht weiß und da keinen Acht drauf legt, dass keine ungezügelte Nahrungszufuhr stattfindet, dann essen diese Kinder kontinuierlich alles, was sie finden, und werden dann entsprechend eine ausgeprägte Übergewichtigkeit entwickeln, letzten Endes, was dann auch lebensbedrohliche Folgeerkrankungen haben kann. Das bleibt ein Leben lang. Es ist immer noch so, dass wir hoffen, dass wir irgendwann ein Medikament haben, womit wir das unter Kontrolle bekommen können, dass wir ein Sättigungsgefühl erzeugen können bei den Patienten, was sicherlich dann auch helfen wird, dass eben dieses unkontrollierte Essverhalten nicht mehr stattfindet. Aber das haben wir im Moment noch nicht, sodass wir im Moment nur sagen können, die Nahrungszufuhr muss kontrolliert werden, und zwar in jeder wachen Minute tatsächlich. Jetzt ein bisschen viel Käse drauf, ne? Das ist eigentlich nicht so abgesprochen. Finde ich nicht so gut jetzt, ne? Er hat eine mangelnde Impulskontrolle, was dazu führt, wenn es Situationen gibt, die ihn irritieren, dass er dann sehr, sehr wütend werden kann. Oder sehr traurig, also das sind Ausbrüche oder Zusammenbrüche. Das wird seit etwa anderthalb Jahren massiver. Genau, und jetzt bin ich eben an einem Punkt, wo ich dann eben auch gesagt habe, okay, bisher konnte ich das noch handeln, aber ich merke eben jetzt, das wird massiver. Und jetzt versuche ich eben frühzeitig eben auch schon gegenzusteuern und mir da eben auch Hilfe zu holen, damit ich damit besser klarkomme, damit ich nicht hilflos vor dieser Situation stehe. Und diese Hilfe findet Frisos Mutter in einer Selbsthilfegruppe, die Prader-Willi-Initiative. Der Austausch mit anderen betroffenen Eltern ist ihr sehr wichtig. Hier hat sie auch den Tipp fürs therapeutische Reiten bekommen. Umgang mit Pferden kann Friso helfen. Er bewegt sich und lernt,
seine Impulse besser zu kontrollieren. Er kann sich nicht so gut in andere Reihen versetzen. Und da ist dann die Arbeit mit dem Pferd sehr wichtig, weil das Pferd ihm ja quasi sofort spiegelt, indem es zurückscheut oder sonst wie reagiert, wenn er sich nicht korrekt verhält. Und er hat hier zum Beispiel schon sehr viel gelernt. Also zum Beispiel, man muss ganz leise sein mit einem Pferd, damit es sich nicht erschreckt. Inga Köhnen ist alleinerziehend. In der Selbsthilfegruppe kann sie sich mit anderen Eltern austauschen. Wann sage ich eigentlich meinem Kind, dass es krank ist? Mir ist schon klar, dass ich das langsam anbahnen muss, dass er sich dessen bewusst wird, dass er ein Prader-Willi-Syndrom hat. Bin da auch gerade im Austausch, wie ich das am besten machen kann. Ich werde allerdings warten, bis er aktiv Fragen dazu stellt. Ich möchte ihm nichts überstülpen. Guck mal, der macht noch mal. Also Friso findet sich, so wie er ist, völlig in Ordnung. Und das ist auch gut so. Ich bin da reingewachsen und es hat meinem Leben einen völlig neuen, also ein Kind gibt ja immer einen neuen Inhalt im Leben, aber eben mit dieser Behinderung hat es nochmal eine ganz andere, einen ganz anderen Inhalt einfach bekommen. Nach dem heutigen Stand der Medizin kann Friso nicht geheilt werden. Inga Köhnen macht alles, damit es ihm so gut wie möglich geht. Ole hat nach seiner Narkose inzwischen schon etwas gegessen und bekommt jetzt wieder 3 Stunden lang seine Infusion gegen die chronischen Knochenentzündungen. Das Medikament wird sonst eigentlich bei Erwachsenen mit Osteoporose eingesetzt und ist nicht ursprünglich für Oles Erkrankung gedacht. Es hilft aber, seine Knochenschmerzen zu lindern. Der Neurologe Dr. Oliver Müller kommt mit dem Ergebnis. Grüß Sie, hallo. Geht's gut? Ja. Also das sind jetzt die Bilder einmal auf der linken Seite, die wir heute gemacht haben. Und das sind die Bilder, die im vergangenen Jahr im März gemacht wurden. Und man sieht erstmal, dass man keinen Unterschied wirklich sieht dabei. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir so uns erhofft haben. Dass also dort genug Platz ist, um das Rückenmark nicht, dass das Rückenmark nicht eingeengt wird durch den Knochen. Also so muss man sagen, ist das eigentlich ein sehr erfreulicher Befund. Und man sieht auch, dass die Nervenwasserräume dort oben selber, die haben hinreichend Platz, sie sind auch groß genug. Das hat sich auch über die Zeit jetzt hier in keinster Weise verändert. Gut, das heißt, es würde jetzt nicht von heute auf morgen quasi auf einmal eine Verengung... Ja. Also, nein, das wird nicht passieren. Also es ist ein schleichender Prozess, den man dann im Verlauf quasi dann feststellen. Genau. Ja, das ist erfreulich. Und solange er sich weiter so gut weiterentwickelt, machen wir die nächste Kontrolle in 1,5 Jahren wieder? Oder? Das erste Schuljahr kommt ja meistens nochmal so ein Schub rein. Ob wir da nicht einfach schauen, dass wir das davor nochmal erfassen, also in einem Jahr eine MRT-Kontrolle machen. Weil wir hatten es ja gesagt, wenn irgendetwas zu tun wäre, würden wir das ja auch gerne machen, bevor irgendwie sich symptomatisch macht, Laule. Ja. Also meines Wegens gerne in einem Jahr. Okay, gut. Ja? Tja, wir sehen uns in einem Jahr wieder. Okay? Voller Überzeugung. Schönes Wochenende. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. In 7 Wochen muss Ole wegen der nächsten Infusionen wiederkommen. Und dann wird auch sein Bruder Ben untersucht. Weil Ben ein Anlageträger für die Veränderung in diesem Gen ist. Und wir gesehen haben, als wir die Familien untersucht haben, dass auch die Anlageträger einen erhöhten Knochenumsatz haben und vielleicht Probleme mit dem Knochenstoffwechsel oder dem Wachstum bekommen. Und deswegen untersuchen wir Ben ungefähr einmal im Jahr. Anlageträger heißt, Ben hat den gleichen Gendefekt wie Ole. Bei Ben hat er bislang nicht zu einer Krankheit geführt, muss aber überwacht werden. Bei Sonja wird seit einigen Wochen der Phosphatmangel durch ein Medikament ausgeglichen. Sie stellt erste Erfolge fest. Für mich ist eine große Erleichterung, dass die Schmerzen besser sind. Also ich hatte ja immer Muskelschmerzen und auch im Brustkorb Schmerzen. Und da merke ich einen großen Unterschied. Also das ist besser geworden.
Von der Erschöpfung oder der Kraft her merke ich eine kleine Verbesserung, aber ich finde nicht, dass es so richtig viel aufwärts gegangen ist damit. Darum wollen die Ärzte in Marburg unbedingt die Ursache für die seltsame Fehlfunktion in Sonjas Körper herausfinden. Jürgen Schäfer schaltet einen Spezialisten ein. Professor Kann ist Endokrinologe, also Experte für Drüsen und Hormone. Und das Schöne an Marburg ist halt, dass wir da kurze Wege haben und Experten. So ist es, ja. Alles. Ja. Gut, ich übergebe dann. Wir gehen davon aus, dass Sie eine ganz, ganz seltene Tumorerkrankung haben. Und zwar einen sogenannten FGF23 produzierenden Tumor. Das sind Tumoren, die sind gutartig. Das ist schon mal die allerwichtigste Botschaft. Die produzieren ein Hormon, das in der Niere das Phosphat rausprügelt sozusagen und das gleichzeitig auch noch die Bildung von Vitamin-D-Hormonen in der Niere stört, was auch ungünstig ist für den Calcium- und Phosphatstoffwechsel. Und das kann im schlimmsten Falle zu einer Knochenerweichung führen, die richtig heftige Schmerzen macht. Mit einer Aufnahme im Computertomographen möchte er diesen Verdacht nun bestätigen. Nach der langen Odyssee ist es ja schon auch gut, wenn jetzt die Ärzte irgendwie eine Idee haben. Andererseits gehen die ja von einem Tumor aus und ich meine, niemand will einen Tumor haben. So ein bisschen zwiespältig. Vor dem sogenannten PET-CT werden winzige Mengen radioaktiver Substanzen verabreicht. In der Röhre können dann auch kleine Tumore lokalisiert werden. Bei der späteren Auswertung der Untersuchung ist das Ergebnis aber anders als erwartet. Im Labor des Zuse haben sie bei Günther Pilz den Gendefekt endgültig identifiziert, der ihn lähmt. Sie haben auch eine Idee, wie sie ihm helfen können. Mit Tabletten, die überschüssiges Kalium aus seinen Zellen spülen. Und Schäfer rät zu einer Ernährungsumstellung, um zusätzlich Linderung zu schaffen. Mathe-Professor Pilz und Medizin-Professor Schäfer entwickeln gemeinsam ein weltweit einmaliges Therapiekonzept. Das ist mein Geheiminstrument, mit dem ich alle diese Tests gemacht habe. Es geht ganz einfach, ganz normale Badezimmerwaage. Man nimmt sie und drückt sie und sieht, ich habe jetzt einen Wert von 62. Das ist normal für diese Tageszeit. Der Wert darf nicht unter 40 sinken, sonst droht die Lähmung. Monatelang hat Günther Pilz selbst Beobachtungen angestellt. Angestoßen durch Professor Schäfer hat er berechnet, was er essen muss, um Lähmungsattacken zu verhindern. Und dafür braucht er Salz. Unmengen an Salz. Nach jedem Essen prüft er, wie viel Kraft er noch hat. Schau mal, was die Waage sagt. 68, um eins besser als prognostiziert. Ausgezeichnet. Und diese Testessen habe ich dann durchgeführt, sogar mehrfach. Und als Ergebnis ist dann herausgekommen, dass von diesen Substanzen nur zwei eine Rolle spielen. Nur das Natrium und das Kalium. Und das Kalium hat sich schlecht erwiesen, das Natrium als gut. Über die Ergebnisse haben Pilz und Schäfer sogar einen wissenschaftlichen Aufsatz geschrieben. Da kommt zum Tragen, dass der Mann halt hochdifferenziert als Mathematiker selber eine Formel generiert hat, wo er berechnen konnte, wann es ihm gut und wann es ihm schlecht geht, je nachdem, was er an Lebensmitteln isst, anhand von dem Kaliumgehalt in den entsprechenden Lebensmitteln. Und diese Formel, diese Pilzsche Kaliumformel sozusagen, die kann er umsetzen und kann seine Lebensmittel so wählen, dass der Kaliumspiegel möglichst niedrig ist. Meine gesunde Ernährung schaut so aus, möglichst wenig Obst und Gemüse, das enthält zu viel Kalium, und sehr viel Wurst, Burger und vor allem viel Salz. Das ist die gesunde Ernährung für mich. Wir hoffen, dass er 110 Jahre alt werden kann, ohne Lähmungen, ohne dass er diese sehr auch beängstigende Situation, die aus heiterem Himmel scheinbar kam, dass die jetzt definitiv weg sind.
Seit über einem Jahr hat Günther Pilz kein einziges Mal mehr die sonst tägliche Lähmung erwischt. Ja, also von Erfolgsgeschichten wie dieser berichtet Professor Schäfer seinen Studenten. Er animiert sie, auch unwahrscheinliche Diagnosen und Therapien in Betracht zu ziehen, so wie Dr. House in der gleichnamigen amerikanischen Fernsehserie. Wo liegt das Problem? Da löst ein schräger Arzttyp mit sehr ungewöhnlichen Ideen hoffnungslose Krankheitsfälle. Das, was ich mitnehmen sollte, ist, dass es gut ist, wenn man halt fachlich sehr gut ist. Aber man muss menschlich integer bleiben. Das hoffe ich, haben Sie was mitgenommen und merken sich das für ewig. Ja? Dann war es das. Vielen Dank. Gell? Tschüss. Dass Dr. House ja wirklich so unterhaltsam macht, dass der nie aufgibt, dass er sich festbeißt, dass er um die Ecke denkt, dass er halt auch unwahrscheinliche Möglichkeiten überprüft. Ja. Ich meine, das sind schon solche Punkte, wo man sagen kann, in bestimmten Situationen macht sich das durchaus auch im klinischen Alltag bezahlt, dass man halt nicht vorschnell aufgibt und sagt, na gut, wir wissen es nicht, dann wird es wahrscheinlich psychisch sein. Also solche Aspekte kann man natürlich sehr schön übernehmen. Um die Ecke denken müssen die Ärzte auch noch mal bei Sonja. Das Ergebnis aus ihrem PET-CT liegt vor. Es ist kein Tumor gefunden worden. Dadurch ist das jetzt ja wieder offen, was jetzt aus mir wird und wie es jetzt weitergeht mit der Gesundheit. Ein Tumor hätte wenigstens wegoperiert werden können. Jetzt sind alle wieder ratlos. Warum bloß scheidet Sonjas Körper Phosphat aus? Wir sind nach wie vor noch auf der Suche. Also wir haben jetzt unsere Kollegen in Kerkhoff, in der Kerkhoff-Klinik, im Rheumazentrum gebeten, mit die Patientin zu diagnostizieren, zu betreuen. Und da ist noch nicht alles abgeschlossen jetzt. Wie so vielen Menschen mit unerkannten Krankheiten droht Sonja der soziale Abstieg. Das Krankengeld ist jetzt zu Ende gegangen und jetzt geht es ja darum, wie kann ich weiter finanziell überleben. Bei der Agentur für Arbeit soll sie nun verrentet werden. Mit 46 Jahren. Das ist so reduziert jetzt das Leben in diesen engen Grenzen, was am Tag noch möglich ist und dann jetzt auch noch zusätzlich finanziell reduziert, ist sehr schwierig. Das macht mir auch Existenzangst, ja, weil ich nicht weiß, wie es dann jetzt weitergeht. Ob Rheuma bei ihr eine Rolle spielt, ist noch ungeklärt. Nicht alles, was es so gibt, finden wir. Nicht alles, was wir finden, können wir heilen. Ja? Und trotzdem muss man ja einen Weg finden, mit so einem Beschwerdebild und so einem Schicksal umzugehen und dann halt auch Hilfestellung geben, um sich zu arrangieren mit Krankheitsbildern, wo wir jetzt nicht eine Tablette geben und dann ist alles wieder in Ordnung. Psychotherapie habe ich im Laufe des letzten Jahres angefangen und es ist auch unterstützend gut. Es ist halt ein ganz anderes Leben, was ich jetzt führe, ne, wie vorher, und das muss man ja erstmal auf die Reihe kriegen und verarbeiten. Also man muss sich darauf einstellen, auf die reduzierten Möglichkeiten. Man kann nur warten und hoffen. Professor Schäfer und sein Team suchen weiter. Aber manchmal dauert eine solche Suche ein Leben lang. In der Kinderklinik in Essen geht es heute nicht nur um Ole. Auch sein älterer Bruder Ben muss zur Untersuchung. Bei Ben wird immer eine Verlaufskontrolle gemacht, weil er ja auch Erbträger ist. Dann wird halt geguckt, ob alles okay ist. Und er bekommt eine Knochendichte-Messung und beide müssen heute noch mal in die Augenklinik, weil Ben zwei unterschiedlich große Pupillen hat. Da wird geguckt, ob das dramatisch ist oder nicht. Und bei Ole ist halt auch immer eine Verlaufskontrolle beim Augenarzt oder Augenklinik jetzt in diesem Fall. Weil aufgrund seiner Erkrankung kann es halt theoretisch auch, da gibt es Beschreibungen, dass es zu Erblindungen kommen kann langfristig. Und damit wir da nichts übersehen, wird das halt immer kontrolliert. Ole erklärt, 1, 2, 3, dann ist die Spritze vorbei. Mit seinen Erfahrungen kann er diesmal dem älteren Bruder helfen, damit der keine Angst haben muss.
Siehst du, schon passiert. Hallo. Hast du sie verliebt. Ganz toll, Ben. Sehr gut. Entschuldige, dass wir dich so überfallen haben. Guck. Das Pflaster gegeben haben, hat gar nicht so weh, ne? Die aktuellen Werte bei Ben werden in Ordnung sein. Er ist gesund und hat wieder ein Jahr Ruhe. Und Ole bekommt noch seine Infusion. Ohne die wird er wohl nie leben können. Weil er die Medizin jetzt da durchläuft und dann zack in seinen Arm rein. Ich glaube, wenn es eine funktionierende Gentherapie gäbe, könnte das Ole helfen. Dem fehlt letztlich ein Stoff, Osteoprotegerin, weil der nicht gebildet werden kann von den Zellen, die das eigentlich machen müssten. Wenn man das korrigieren könnte, dann würden diese Zellen ganz normal Osteoprotegerin herstellen. Das würde seine Knochenerkrankung heilen. Das würde nichts daran ändern, dass er ertaubt ist. Das würde er bleiben. Aber die Knochenkrankheit und alle weiteren assoziierten Probleme, die wir zum Teil noch gar nicht kennen, die würde man damit beheben können. Doch bis solch ein medizinisches Wunder geschieht, wird Ole in Behandlung bleiben. Ben, schön langsam, ne? Wir sind jetzt nicht so eingestellt, dass wir ihn ständig in Watte packen, weil dann wäre das keine Qualität vom Leben, glaube ich, wenn wir überall aufpassen müssten. Klar, passen wir auf, aber Hauptsache, er ist halt auch immer dabei, so mittendrin. Und er muss natürlich auch selber lernen, sich einzuschätzen, was kann ich und was kann ich nicht. Und wir versuchen halt dem Kind ja trotzdem ein glückliches und schönes und normales Leben zu geben. Oh, Marie, was passiert?